Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und auch eine der interessantesten Filialen Gottes. Und von der Kirche kommen wir gleich mal zum Teufel. Und wenn man vom Teufel spricht, könnte man entweder an mich denken. Und bam! Schön, dass ich Jack Daniels und 2 getrunken habe. Kann man so richtig gut noch reden. Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und heute befinde ich mich auf Fototour im Harz in der Nähe von Goslar. Schau dir mal diese schöne Kirche hinter mir an. Sie heißt Stabkirche und hat eine Bauweise, sowas habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen, ähnelt so ein bisschen der Wikinger Schiffsbauart. Man könnte auch meinen, früher haben sie Hexen verbrannt. Auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Filiale Gottes. Und die werde ich jetzt erstmal aus der Hand fotografieren und dann versuchen wir irgendwie mal reinzugehen. Vielleicht ist die ja drin noch interessanter als von außen. Ihr seht selber, der Himmel ist grau und grau, da gibt nichts her. Deswegen arbeite ich jetzt auch hier gar nicht mit dem Stativ, sondern einfach nur mit einem Weitwinkel, um diese Erinnerung einfach mal von außen hier festzuhalten. Ich stehe auch hier schön in diesem Kirchgarten, da darf man glaube ich sogar auch rein. Und guck mir das die Kirche halt an, wie ich normalerweise auch Immobilien fotografieren würde. Einmal frontal drauf und aus den Ecken drauf. So wirken für mich Gebäude einfach am schönsten. Und wenn ich diese stürzenden Linien vermeiden will, mache ich das Bild vielleicht auch direkt mal im Hochformat. Dann fällt nicht alles so richtig zusammen. Und das machen wir jetzt gleich mal von hier. Wisst ihr, was die Kunst hier ist, was fast unmöglich ist, dass man vermeidet, die umliegenden Häuser zu fotografieren. Also wenn man es schafft, die Kirche allein darstellen zu lassen, das ist eigentlich so der Königsweg hier. Das schafft man vielleicht bei starkem Schneefall oder bei Nebel, früh am Morgen, in Herbstmonaten oder im Frühling vielleicht. Das ist hier auf jeden Fall so ein Topspot mit Nebel, würde ich sagen. Da schaut es richtig gruselig und düster aus, weil irgendwie hat diese Kirche was Mystisches. Sieht man so nicht. Ist eine evangelische Kirche angeblich. Schwer, schwer. Man sieht einfach die umliegenden Häuser hier. Vielleicht, wenn wir von unten nach oben fotografieren, vielleicht geht das ja. Aber so läuft's halt, gell? Einfach ein Foto machen und heimgehen und sagen, bam, alles war, das war's, gibt's nie. Man muss die Objekte einfach mal erkunden, drumherum laufen, Zeit investieren. Da kommt meistens ein gutes Bild raus. Menschen. Furchtbar. Jetzt warten wir mal, bis die Menschen weg sind. Eines der Fotomotive, welches man im Harz auf jeden Fall mal besuchen muss und sie anschauen muss. Jetzt gehen wir mal rein, oder? Wenn man darf. Auf 16 mm reicht. Hier kannst du echt mit Formen spielen. Wow, das ist ein starkes Bild. Bam, das ist echt gut. Also die Kirche ist innen drin wirklich, wirklich wunderschön. Ich kann es verstehen, dass Leute hier drin heiraten oder auch einfach nur zum Beten herkommen. Die ist wirklich toll, aber man hat hier leider nicht seine Ruhe, um die jetzt komplett mal leer zu fotografieren. Ich glaube, da müsst ihr so eine Einzelführung buchen, so einen Extratermin, weil
einfach schwer. Hier ist was los. Ich war ja schon viel in Kirchen, gell? Aber sowas habe ich echt noch nie erlebt. Das sieht so krass aus. Wie von einer anderen Welt hier. Schau mal her. Wahnsinn. Also Leute, wirklich, die Kirche von außen, okay. Aber innen drin, da flippt ihr aus. Ihr flippt echt aus, wenn ihr das seht. Die Fotos, die sprechen, glaube ich, für sich. Und das hätte ich niemals vermutet, dass es so wunderschön da drin ist. Also buh, da geht einem das Herz auf. Da spendet man auch gern mal 2 Euro für die Kirche oder zahlt seine Kirchensteuer. Wahnsinn! Also kommt echt hierher, beziehungsweise wenn ihr hier in der Nähe seid, nehmt die Kirche mit. Und von der Frau da drin, die abkassiert, habe ich erfahren, Punkt 2 Uhr ist eigentlich die beste Zeit, wenn die Kirche aufmacht. Weil ab 2:30, da kommen die Leute nach dem Kaffee und dann ist voller Besucher. Top-Motiv, Top-Bilder, ich bin happy. Und jetzt geht's weiter, vielleicht zum Wasserfall oder einfach nur in den Wald. Mal schauen, was man hier in Harz so machen kann. Von der Kirche kommen wir gleich mal zum Teufel. Und wenn man vom Teufel spricht, könnte man entweder an mich denken oder an die Teufelsmauer, die auch hier im Harz ist. Ein super bekanntes Fotomotiv. Und heute habe ich es mir mal zur Aufgabe gemacht, mit meinem 14 mm Weitwinkel hier Bilder zu machen. Also es ist schwer auf 14 mm, aber schaut her, wenn ihr das Ganze hier so angeht, ich habe es vorhin schon versucht und es sind echt erstaunlich gute Bilder herausgekommen, weil eben auch gerade die Wolken hier mitspielen. Ja, aus der Hand kann hier entweder hier diese Kuhle als Führungslinie irgendwie nehmen, vor allem im Hochkantformat, wenn ich die Kamera so ein bisschen nach oben kippe, da auf die Felsengruppe fokussiere, sieht das schon echt ganz geil aus. Könnt ihr echt machen wie ein Dachdecker, es sieht hier echt auf 14 mm absolut einzigartig und besonders aus. Gehe hier rein und übe mich und probiere alle verrückten Perspektiven aus, die mir hier einfallen. Weil einfach nur so gerade drauf zu fotografieren, macht jeder mit dem Handy. Das brauche ich nicht machen. Die linke Hand des Teufels. Ein Spaß muss sein, Leute. Spaß muss sein. Boah, Leute, der Himmel wird immer pinker. Und unten habe ich noch eine gute Stelle gefunden, um ein hochformatiges Bild zu machen. Das ist super, super schön. Oh, was hier jetzt passiert innerhalb von wenigen Minuten, ist der Himmel einfach nur grandios. Sehr schön. Von hier die Längsseite. 14 mm Natur pur. Auch hier habe ich eine Führungslinie, die könnte ich gut verwenden. Bin hier in der Mitte auf diesem Baumstamm und baller hier ein Bild ab. Diese Perspektive hier ist wirklich toll. Ich kann im Querformat fotografieren und habe kein einziges Haus hier im Hintergrund, weil ich von unten nach oben fotografiere.
einfach nur genial. Oder andere sagen, bam! Zehn Zentimeter nach rechts. Ja. Bleib so. Guck jetzt mal zum Stein nach links. Okay. Schön. Ich habe jetzt den Daniel mal da oben hingestellt. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, dass man so einen kleinen Kontrast im Bild hat und auch so ein Gefühl von der Größe dieses Felsen eigentlich mal eins hat. Und wenn da eine Person steht, hochklettern darf man ja nicht, das ist verboten, aber hinstellen ist, glaube ich, genehmigt, oder? Leute, aber es ist echt traurig, über mir ist eine Drohne zu hören. Und ich sage euch echt, wenn ihr schon Drohne im Naturschutzgebiet fliegt, was man nicht darf, dann fliegt doch bitte nicht so. Wenn ihr schon fliegt, dann macht echt langsame Shots, weil solche Shots, wenn sich die Drohne schnell am Himmel bewegt, fliegt nach rechts, nach links, schwenkt nach unten, oben, das schaut sich doch keiner an. Langsame Shots gewinnen, arbeitet mit Vordergrund. Vielleicht schaut sich ja der Drohnenpilot an. Aber jetzt sind wir hier durch mit dem Spot. Der Mond geht jetzt auf und ich glaube, der Himmel wird nicht noch röter. Er hat schon alles gegeben und uns die schönste Natur einfach hier und heute geschenkt. Cool, das haben wir uns verdient. So viele Tage im Regen gewesen und heute haben wir mal Glück gehabt. Hä? Oh ja. Endlich mal. Nicht frieren. Nicht immer zu Filter wischen. So, und mein Fotoausflug heute in den Harz runde ich ab mit einem Windmühlen-Shooting. Dabei nehme ich mir den Vollmond zu Hilfe. Der ist jetzt gerade links neben der Windmühle aufgegangen, leuchtet dich so ganz leicht von der Seite aus an, bildet auch einen Schatten, der natürlich nach rechts von der Windmühle hier reinläuft. Und dann sage ich euch jetzt mal kurz was zur Bildkomposition, einfach wie ich es angegangen bin. Ich mache das Bild jetzt hier im Hochkantformat mit 14 mm, dass diese Windmühle richtig, richtig mächtig daherkommt, also ungewöhnlich einfach aussieht, fast schon verzerrt und verschoben. Und achte auch darauf, dass ich keine Bäume oder irgendwelche störenden Objekte im Hintergrund habe. Das ist gar nicht so easy, weil dann muss man hier das Stativ ein bisschen verstellen und sich Zentimeter um Zentimeter vorarbeiten und schauen, dass man hier diese Bäume, also die gefallen mir jetzt nicht, diese Gestrüppe und Bäume, irgendwie eliminiert durch die Kameraposition. Man könnte jetzt natürlich auch gerade auf die Windmühle zushooten und das Foto machen, aber dann hast du da links, rechts alles daneben, was du eigentlich nicht auf dem Bild haben willst. Man sieht sogar ein paar Sterne, obwohl wir Vollmond haben. Und auch wichtig, in dem Fall fokussiere ich auch auf mein Hauptmotiv und nicht auf die Sterne, weil ich habe heute keine Milchstraße, die sind für mich auch kaum wichtig. Das ist nur so Beiwerk oder Schmuck am Nachthemd. Mein Hauptmotiv ist hier die Windmühle und die Rotorblätter. Ja, und um diesen, sagen wir jetzt mal, hier den Propeller schön scharf zu stellen, gehe ich einfach mit der Stirnlampe ran und ihr seht, ich leuchte einfach mal da hoch und ziehe hier den Fokus an meinem Objektiv und dann passt der Lack. Und wenn ich mit 14 mm 20 Sekunden lang belichte, auf wo bin ich denn? Auf einer Zweierblende habe ich hier ein echt schönes Nachtbild. Also was heißt Nachtbild? Ich mache das Bild bei Nacht, aber man sieht einfach alles von der Windmühle und vom Sternenhimmel. Und darauf kommt es einfach an, hier ein gutes, stimmungsvolles Bild hinzukriegen. So bin ich ganz happy und da möchte ich euch auch ermuntern, wenn ihr ein lichtstarkes Objektiv habt,
geht ruhig nachts raus in die Landschaft, sucht euch irgendein cooles Motiv, Turm, sonst was, eine Statue und versucht es mal nachzubauen oder nachzustellen. Und selbst bei Vollmond kann man coole Bilder machen. Okay, jetzt machen wir mal exemplarisch das Bild. 20 Sekunden lang belichte ich hier. F2.0 habe ich gewählt als Blende und ISO 160. Wenn ich die helle Überwachung anmache, kann man auch von dem Surrounding viel mehr noch sehen. Aber ich weiß, die Komposition passt. Fokus ist auf den Propeller gewählt. Und schon habe ich das Bild im Kasten, Leute. Schau mal da oben, was da abgeht mit den Flugzeugen. Nicht gut. Bam! Aber arbeitet einfach mit dem Vollmond und nutzt den Mond als indirekte Lichtquelle. So, bye bye. Wenn euch das Video getaugt hat von meinem Ausflug ins Harz, gebt mir gerne ein Like oder kommentiert das Video. Bis bald, euer Sigi.